Amphor Music bietet der Schweizer Musikszene eine Plattform. Es hat jenste Künstler und sonst Musikschaffende da am Amphor Music. Und wir nutzen die Chance und wollen mal herausfinden, wie es um die Musikszene steht und wie das Amphor Music die beeinflusst. Wir kochen mit dem gleichen Wasser wie die Amis, wie die Deutschen, wie die Franzosen. Wir können easy Finger mithalten. Ich hoffe, dass es etwas geht. Ein bisschen mehr als die letzten Jahre. Sehr kreativ momentan. Und mir gefällt es, was passiert in der Schweiz. Keine grosse Veränderung als seit 20 Jahren. Sehr lebendig, sehr vielfältig, sehr mutig auch. Leider nicht so erfolgreich, wie es eigentlich wünschenswert wäre. An diesem Event ist eigentlich, dass man viele Leute wieder mal sieht und dass man miteinander reden kann und ein kleines Gefühl bekommt eben von einer Szene und so. Das finde ich cool. Und auch eine Plattform ist, um auch einzelne Künstler vielleicht ein bisschen hervorzuheben, gerade mit der Demo-Tape-Klinik. Ich glaube, wenn Festivals oder Radios oder Sachen Künstler, die etwas Neues probieren, unterstützen, das ist sicher gut. Ja, in dem, dass sie bessere Schweizer Musik buchen und bessere internationale Musik, dann kommt es gut. Machen Sie das im Moment? Nein, wegen dem sage ich ja besser. Ich finde es mega nett, ich finde es cool, es kommt toll, come together, das ist vielleicht wichtig, dass sich Bands irgendwie mal treffen, mal vernetzen irgendwie. Aber sonst, hey, entweder ist ein Song geil oder er ist nicht geil. Und wenn er geil ist, dann braucht es auch keine Festivals und keine Panels und es braucht keine Leute, die dir erklären, wo du den musst verkaufen und wie du den musst bringen. Die Szene wird also sehr individuell wahrgenommen. Sicher ist aber, dass Events wie z.B. Amphor Music bei der Entwicklung der Musikszene helfen können.